Fremdenergien, böse Energien, Energien, vor denen wir uns schützen sollten, gibt es sie wirklich? Wir haben alle schon von Spukhäusern gehört, von Besetzungen gehört. Wir haben vielleicht auch von exorzistischen Ritualen gehört oder sind selber sogar in Kontakt getreten mit diesen negativen, bösen Energien und sind auf der Suche nach Antworten. Woher kommen sie? Warum existieren sie? Was wollen sie? Und wie können wir uns vor ihnen schützen? Ja, ich wage es, mit dir gemeinsam heute in diesem extrem breiten Themengebiet mal einen Ausflug zu machen. Ich habe mit dieser Masterclass keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, weil ich denke, es leuchtet dir ein, dass dieses Thema das gesamte Spektrum destruktiver und negativer Energien, dass das ein ganz, ganz großes Gebiet ist. Ich hätte mir gewünscht, mit diesen Energien nicht so oft in Kontakt getreten gewesen zu sein, vor allem vor meinem 10. Lebensjahr. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in einem Kulturraum, der sehr stark geprägt ist von dem Glauben an etwas Böses, an etwas Dämonisches, an das böse Auge. Und das hat mich irgendwo natürlich auch beeinflusst. Wenn du meine Arbeit ein bisschen verfolgst, wenn du meine Geschichte kennst, dann wirst du auch wissen, dass ich von Anfang an meines Lebens das Gefühl hatte, ich gehöre nicht hierher, als wären meine Wurzeln ganz woanders. Und diese Art von Heimatlosigkeit, die ich emotional und energetisch gespürt habe, die hat mich extrem fragil gemacht, sehr, sehr hypersensibel gemacht. Und nachdem meine Großmutter verstorben ist, die ja meine einzige Bezugsperson war, hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin den ganzen Energien, den ganzen Eindrücken einfach schutzlos ausgeliefert. Und es war auch gleichzeitig die Zeit, wo ich diese erdrückende Energie von, nennen wir es jetzt mal, bösen Einflüssen am meisten gespürt habe. Dazu werde ich später aber noch ein bisschen mehr sagen. Jetzt lass uns bitte mal über dich sprechen. Denn ich weiß nicht, wo du aktuell in deinem Leben stehst, woher du kommst und wohin du gehen möchtest. Aber vielleicht hast du diese Angst in dir. Vielleicht auch so diese, ja, unausgesprochene Erwartung an dich selbst, dich schützen zu müssen vor bösen Absichten, vor bösen Energien oder sogar vor bösen Entitäten. Wir beide, wir können jetzt an dieser Stelle mal festhalten, böse Energien, negative Energien existieren auf unserer Erde. Ich möchte nicht diejenige sein, die jetzt behauptet, all das ist nicht wahr und das Einzige, was auf unserer Erde wahr ist, ist die Liebe. Glaub mir, ich würde das gerne so glauben wollen, aber es fällt mir extrem schwer, wenn ich zurückblicke auf mein eigenes Leben, all die Dinge, die ich erlebt habe, aber auch einfach rausgucke in die Welt. Wir wissen beide, es existieren böse Energien. Woher sie kommen, warum sie da sind, genau mit dieser Frage werden wir uns jetzt im Laufe dieser Masterclass beschäftigen. Stell bitte sicher, dass du Zeit hast. Widme dich
mir. Ja, nur mir. Nein, Spaß beiseite. Widme dich bitte dieser Masterclass mit all deinen Sinn und hab unbedingt etwas zum Schreiben da, denn zwischendrin werde ich dich immer wieder bitten, mal über gewisse Fragen oder Statements zu reflektieren, denn Fremdenergien, böse Energien, sie haben auch ganz, ganz viel mit jedem Einzelnen von uns zu tun. Was fällt uns Menschen am schwersten? Uns hinzustellen und sagen, ich bin gescheitert. Ich habe Fehler gemacht. Das ist unfassbar schwer für uns, oder? Ich war es nicht. Dieser Satz erinnert mich auch irgendwie an meine Kindheit. Wie oft haben wir als Kinder gesagt, das war ich nicht. Ich bin nicht schuld daran. Das war jemand anderes. Und jetzt als erwachsene Menschen machen wir das vielleicht immer noch. Wir reden uns vielleicht immer noch ein, ja, also wenn diese negativen Einflüsse nicht gewesen wären, dann hätte ich diese Fehler nicht gemacht. Ich bin nicht schuld an dieser ganzen Sache. Es sind diese dämonischen Energien, die bösen Menschen, die mich dazu gezwungen haben, diese Dinge zu tun, aber ich bin nicht schuld daran. Kennst du das von dir? Also ich persönlich muss dazu sagen, ich kenne das. Ich erwische mich selbst aber heutzutage etwas schneller wie früher dabei, wenn ich diese Schuld abschiebe. Aber du und ich, wir sind hier nicht in einer naiven spirituellen Blase unterwegs. Das kann ich spüren. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso du überhaupt hier gelandet bist. Ich glaube, wir müssen uns alle selber an die eigene Nase fassen und sagen, also manchmal sind wir einfach nur süchtig, danach zu beschuldigen. Und böse Geister, Fremdenergien, böse Menschen, all das geben wir extrem viel Raum in unserem Leben, um nicht selbst in dieser Position zu sein, Verantwortung für unser eigenes Scheitern zu übernehmen. Ich sage das nicht, weil ich gleichzeitig auch impliziere, dass es Fremdenergien nicht gibt. Fremdenergien, böse Energien, negative Einflüsse, lass es uns mal so benennen, existieren auf unserer Erde. Und wenn wir nicht in Anführungszeichen aufpassen, achtsam sind, bewusst leben, dann können sie uns beeinflussen und in gewisse Richtungen lenken. Und genau das ist vielleicht aktuell auch dein größtes Problem in deinem Leben. Du hast diese guten Momente des Tages, wo du wirklich spürst, wow, mein Spirit, mein Geist, mein Fokus ist glasklar, ich weiß, was ich will, ich weiß, wofür ich mich entscheiden möchte, aber dann kommen immer wieder andere Einflüsse, die dein Bewusstsein irgendwo infizieren, dich lenken, obwohl du das gar nicht möchtest. Und in ganz vielen Fällen sind das Art von böse Einflüsse. Die Frage ist, was dich am meisten im negativen Sinne beeinflusst. Mit dieser Frage solltest du dich unbedingt beschäftigen. Was beeinflusst dich am meisten im negativen Sinne? Was raubt dir am meisten Energie? Bevor wir diese Frage klären, ob es diese bösen Geister gibt oder nicht, beziehungsweise woher sie kommen, ist es erst einmal wichtig, dich zu positionieren in diesem Spiel auf unserer Erde. Was raubt dir am meisten deine Energie? Was schlaucht dich am meisten? Und ich möchte dir da gerne auch einfach ein paar Beispiele aus meinem Leben geben. Was mir die meiste Energie raubt, ist, mich nicht artgerecht zu ernähren, mich nicht artgerecht zu bewegen und so eine Trennung zu spüren zwischen meinem Körper, den animalischen Teilen und mir selbst. Das ist das, was mich am anfälligsten macht für jede Art von destruktiver oder auch unausgeglichener Energie von außen.
Wenn ich jedoch im Rhythmus meiner natürlichen Bedürfnisse und Triebe bin, dann habe ich das Gefühl, dass ich viel, viel stärker bin. Was beeinflusst dich am meisten? Im negativen Sinne. Was schwächt dich am meisten? Vielleicht möchtest du dir dafür einen kurzen Moment Zeit nehmen, um darüber zu reflektieren. Fremdenergien ist ja auch ein ganz, ganz populärer Begriff, wobei ich diesen Begriff als extrem falsch gewählt bezeichnen würde, weil er ja auch irgendwo unterstellt, dass diese Energien uns fremd sind und das sind sie nicht. Diese unausgeglichenen Bösen ist gleich Harmonie störenden Energien stammen von unserem menschlichen Bewusstsein ab. Alles, was wir an Gefühlen unterdrücken, alles, was wir uns selbst nicht erlauben, alles, wofür wir uns schämen und was wir unbedingt in einen dunklen Mantel einhüllen wollen, sorgt dafür, dass unser Bewusstsein diese Form von, die wir böse Energien nennen, produziert. Das heißt, die Unterdrückung von unseren authentischen, echten und verwundbaren Seiten generiert diese potenzielle Gefahr, dass wir wie so eine Art von subtiler Melodie eine Energie ausströmen, die von anderen Menschen als böse oder negativ aufgefasst werden könnte. Und das ist vielleicht jetzt der erste Hammer, den ich hier rausgelassen habe. Und das bringt vielleicht auch jetzt schon eine Irritation in deine Denkweise hinein. Achtung, ich sage nicht, dass du schuld daran bist, dass es das Böse gibt. Das sage ich nicht. Ich sage nur, dass wir nicht so unschuldig sind, wie wir versuchen, uns darzustellen. Dass das, was wir als böse, dichte Energien der Welt wahrnehmen, von unserem menschlichen Bewusstsein abstammt. Und dass die Energie der Unterdrückung den meisten Schaden anrichtet. Nach innen, also in unsere Innenwelt hinein, aber auch nach außen. So, und da möchte ich jetzt hier einen kleinen, wie soll ich sagen, einen Einschub machen und über das Thema sprechen. Ja, Bacha, es gibt doch auch mit Sicherheit böse Entitäten, Wesen, Dämonen, die nicht aus einem menschlichen Bewusstsein abstammen und von irgendwo herkommen und auf der Erde dann landen. Ich bin nicht hier, um mit dir gemeinsam diese Diskussion zu führen. Ich möchte ehrlich gesagt mich auch gar nicht mit diesem Thema so intensiv beschäftigen. Denn Fakt ist, ich bin noch nie mit irgendwelchen Dämonen außerhalb unserer Erde in Kontakt gekommen. Ich habe diesbezüglich keine Erfahrungen gemacht. Und du musst verstehen, ich war bis zum heutigen Tag in Dutzenden von sogenannten Spukhäusern und in keinem von diesen Spukhäusern habe ich einen bösen Geist vorgefunden, der nicht von unserem menschlichen Bewusstsein mitproduziert wurde. Wir haben alle schon diese Geschichten gehört von irgendwelchen Dämonen oder vampirischen Energien und so weiter. Ganz, ganz häufig
entstehen diese geballten Formen von Energie aufgrund von Energien und Informationsfeldern, die von einer Gruppe von Menschen erzeugt wurden. Und weißt du, du darfst das nicht unterschätzen. Wenn mehrere Menschen zusammenkommen, die alle eine ganz bestimmte Intention haben, die nicht in dem Licht der Liebe steht, sozusagen. Und wenn alle auch eine gewisse Tendenz haben, gewisse Dinge zu unterdrücken und sozusagen gemeinsam ein Feld teilen, dann kann diese Gruppe von Menschen, nenne es eine Sekte, nenne es irgendwelche extrem religiösen Gruppierungen, dann kann diese Gruppe mit geballtem Bewusstsein und sozusagen mit der geballten und akkumulierten Energie ihres Fokus auf eine gewisse Sache echte Dämonen erzeugen. Das ist wie so ein Knäuel aus gedanklicher, mentaler, emotionaler Kraft. Und wenn zum Beispiel diese Gruppierungen über Jahre hinweg oder vielleicht sogar Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg existieren und immer wieder dieses Feld füttern, dann entsteht ein eigenes Universum mit einer ganzen Bevölkerung an Dämonen, die von diesem menschlichen Geist gefüttert und ausgegangen sind. Du siehst, irgendwo hatte alles Dämonische auf unserer Erde den Anfang bei uns Menschen. Und um das Thema jetzt hier vorerst mal abzuschließen, ich sage nicht, dass es außerhalb der Erde nichts Böses gibt. Aber es gibt eine Art von Schutz oder Deckmantel um unsere Erde herum. Das heißt, vieles, was hier passiert, bleibt hier. Und vieles, was da draußen passiert, kommt nicht hier rein. Wir befinden uns in einer Art von irdischem Hohlraum, wo wir dieses Spiel spielen, ohne von außen beeinflusst zu werden. Und ich weiß auch das, da werden mir mit Sicherheit ganz viele widersprechen, die andere Erfahrungen gemacht haben mit irgendwelchen Energien außerhalb der Erde. Ich persönlich habe diese Erfahrungen nicht gemacht, deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Ich bin auch nicht hier, um dir zu sagen, zu wissen, was das Richtige ist oder was die Wahrheit ist. Ich frage mich nur, wo uns das hinbringt, wenn wir auf dieser Erde leben und die ganze Zeit diese Angst haben, jetzt könnte jetzt wieder ein böser Dämon um die Ecke kommen, der von irgendeinem anderen Planeten, einer anderen Dimension daherflattert und wir sind dem schutzlos ausgeliefert. Ich möchte viel lieber diesen Weg mit dir einschlagen, der Selbstermächtigung und dir sagen, wir sind zwar nicht an allem Bösen auf der Erde schuld, aber wir tragen eine Mitschuld. Und wenn du und ich, wenn wir sozusagen in unserem Bewusstsein aufräumen, wenn wir authentischer werden, unsere seelische Essenz mehr leben, dann erschaffen wir eine energetische Immunität, die mit nichts vergleichbar sein könnte. Du kannst räuchern, du kannst Heilsteine nutzen, du kannst, wenn du dich geschwächt fühlst, Rituale zum Schutz machen. Aber kein Schutz auf dieser Erde ist so felsenfest und sicher wie deine energetische Immunität, die du herstellst, weil du dir denkst, fuck off. Was meine ich mit fuck off? Indem du authentisch bist. Indem du zu deinen Werten stehst, indem du deine Stärken und deine Schwächen kennst und weder das eine noch das andere aussparen möchtest, wirst du immun. Und wisst ihr, ich habe das Phänomen so oft erlebt, man befindet sich in einem Raum, wo es destruktive, harmoniesaugende Energien gibt und dann gibt es mehrere Menschen. Es gibt einige, die spüren diese Energien, die werden so richtig übermannt von diesen Energien, die kriegen keine Luft. Andere sitzen da und denken sich, ich spüre gar nichts, hier ist es wunderschön, ich kriege Luft, also ich finde die Energie toll hier drin. Und alle Menschen befinden sich im gleichen Raum. Das heißt, warum sind manche Menschen anfälliger, sensibler gegenüber diesen Energien und andere sitzen da, als wäre gar nichts da. Diese Frage ist die, die spannend ist.
Die andere Frage, ob es die bösen Geister gibt oder nicht, kipp die bitte in die Tonne. Weil, okay, ich sage zu dir, ja, okay, du kannst in Panik ausbrechen und du kannst jetzt beginnen, dich schützen zu wollen. Du kannst dich abschotten. Ist das Sinn und Zweck des Lebens? Nein. Wenn ich dir aber sage, es gibt gar keine bösen Energien, ist das ja auch naiv, das ist ja auch ignorant, das stimmt doch so auch gar nicht. Und ich sehe, erachte es als eine ganz, ganz große Chance für uns alle, dahin zu blicken und uns bewusst zu machen, es laufen Dinge schief. Es laufen Dinge schief. Wir haben immer noch ein Problem damit, uns hinzusetzen und sagen, wir machen alle Fehler. Und deine Fehler, meine Fehler, die akkumulieren sich über Jahre hinweg. Und dann landen sie bei den zukünftigen Generationen. Und die zukünftigen Generationen, die Kinder denken sich, wir haben doch gar nichts angestellt, wir sind doch unschuldig. Ja, ich weiß es nicht, weil die Kinder entstehen ja auch aus unserem Feld heraus und sie können dadurch, dass sie ja mit unseren Themen sich auch beschäftigen müssen sie ja, auch stärker werden, reifer werden, weiser werden. Wir können einfach nur hoffen, dass wir durch die Art und Weise, wie wir leben, die Erde bereits jetzt schon verändern, sodass unsere Kinder nicht so viel Mist haben zum Aufräumen. Okay. Jede Energie, die du auf dieser Erde vorfindest, hat irgendwann mit uns Menschen begonnen. Egal ob gut oder böse. Jetzt für diesen Moment dieser Masterclass möchte ich dich mal bitten, kurz nach innen zu blicken und dir die Frage zu stellen, wo wälzt du die Verantwortung oder vielleicht sogar die Schuld auf andere ab? Oder auf Situationen ab? Wo wälzt du die Verantwortung für dein Leben, für dein Aufblühen, für deine Gesundheit ab? Wo machst du das? Wie oft machst du das? Und wie fühlt sich das unterm Strich für dich an? Wenn du sagst, diese Energien sind verantwortlich für mein Scheitern, sagst du auch, die Heilung auf meinem Weg muss auch von jemand anderem oder von anderen Energien verantwortet werden. Ich bin unschuldig an meinen Fehlern, an meinem Scheitern. Also wenn ich mich heilen möchte, bin ich auch unschuldig daran. Du gibst deine Macht ab. Und ich sage nicht, dass es nicht Einflüsse geben kann, die uns aus unserer Mitte bringen. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit, oder? Wir sind immer in einer Co-Kreation. Wir spielen immer ein Spiel. Wir sind immer beteiligt an der ganzen Sache. Also erobere jetzt die Verantwortung zurück. Der größte Fehler, den ein Mensch machen kann, ist, sich selbst zu unterschätzen und andere Menschen, andere Energien zu überschätzen. Und ihnen die Macht zu geben. Du bist so viel weiser, so viel stärker, als du denkst. Das, was zwischen dir und deiner Kraft steht, sind die ganzen Lebenslügen, die du über die Jahre hinweg immer wieder gefüttert hast, immer wieder mit dir rumträgst. Du gehst ja schwanger mit denen. Und diese Lebenslügen, die sind wie eine Wand zwischen dir und deiner Lebensenergie und Lebenskraft. Die Frage, ob es böse Geister gibt oder nicht, ist uninteressant. Wir beide, du und ich, alle Menschen wollen wissen, warum bin ich eigentlich so müde? Warum schaffe ich es eigentlich nicht konsequent an meinen Lebenszielen zu arbeiten? Warum schaffe ich es nicht an meinen Träumen zu arbeiten? Der Grund sind vielleicht nicht böse Energien, sondern die Macht, die du, ich, wir diesen bösen Energien geben und das unberechtigterweise. Und das Spannende an der ganzen Sache ist ja, wenn dieses Spiel endet, dass wir unsere Macht abgeben, sind wir überhaupt nicht mehr so attraktiv für irgendwelche böse Energien oder Dämonen, weil die haben dann gar nichts, was sie von uns bekommen können. Da gibt's nichts, weil du dir denkst, ja, Das ist nicht mein Business.
ein Aspekt, der, glaube ich, ganz, ganz, ganz oft unterschätzt wird. Wie überhaupt diese bösen Energien entstehen, ist die Tatsache, dass wir Menschen ganz oft uns übernehmen. Was meine ich damit? Wir gehen an gewisse Dinge mit extrem viel Hass und Druck heran. Wir wollen, dass die Dinge über Nacht sich verändern. Wir wollen die Dinge sofort bekommen, die wir wollen. Wir wollen nicht warten. Wir wollen keine Energie investieren. Und wir bauen extrem viel Druck auf. Wenn du in kürzester Zeit Druck aufbauen möchtest und etwas in Gang bringen möchtest, dann nutzt du ganz oft die Energie von Hass und Wut. Das kannst du gerne mal punktuell machen. Also auch ich persönlich, ich war manchmal so wütend auf Menschen, die einfach nicht an mich geglaubt haben. Und diese Wut habe ich genutzt, um zum Beispiel durch ein Projekt durchzubrennen. Das hat gut funktioniert. Aber es gibt Menschen, die leben nur aus diesem Druck und aus diesem Hass heraus. Dieser Druck, der kann extrem viel böse, destruktive, negative Energien freisetzen. Und du weißt ganz genau, was ich meine. Du kennst diese Menschen. Die strömen etwas aus, was irgendwie unangenehm ist. Da ist so viel Druck immer hinter jeder Angelegenheit, die sie verfolgen. Und dieser Druck, der erzeugt so eine Art von dunkler Wolke um sie herum. Und jetzt meine Frage an dich. Wo bist du mit zu viel Hass und Druck an die Sache herangegangen und hast dich übernommen? Wo musst du jetzt für dich sagen, ich verliere den Kampf? Ich lasse es jetzt los. Ganz viele von uns sind an einer Front unterwegs, die einfach nicht ihr Gebiet ist. Vielleicht kämpfst du immer noch um etwas, wo du genau weißt, da komme ich nicht weiter und ich muss Tag für Tag damit Druck und Hass an die Sache herangehen. Das ist einer der Hauptgründe, wieso du böse Frequenzen miterzeugst. Das ist mal das eine. Und das andere, anfälliger wirst, mehr Andockstellen hast für diese Energien im Außen. Also bitte, lass los. Sei ehrlich zu dir, wo bin ich mit zu viel Druck an die Sache herangegangen? Wo fruchtet meine Energie nicht und wo muss ich jetzt ein Stoppschild aufstellen? Das kann wirklich der Gamechanger sein, wenn du mal diesen Druck loslässt, wenn du deine Energie dort zurückziehst, wirst du merken, dass du viel, viel ausgeglichener bist. Etwas, was seit vielen Jahren auf unserer Erde ja wirklich nochmal einen Aufschwung gewonnen hat, leider, ist die Projektion. Dass wir ganz unbewusst ständig Dinge projizieren. In den meisten Fällen das Böse nach außen. Projektion und das Dämonisieren anderer Menschen ist ein ganz, ganz großes Problem. Und gleichzeitig auch ein ganz, ganz großes menschliches Bedürfnis.
Das müssen wir hier an dieser Stelle auch einfach mal festhalten. Es ist so schmerzvoll für dich und für mich zu sagen, ich bin das Arschloch. Es ist zu schmerzvoll. Wir sagen lieber stattdessen, also er und sie und die Menschen, die Kollegen, das sind alles Arschlöcher. Ich bin hier nicht das Arschloch. Und ich will jetzt gar nicht behaupten, dass es diese Menschen im Außen nicht gibt, die tatsächlich böse Absichten verfolgen. Aber wenn du mit diesen Menschen in Kontakt trittst, wenn die die Macht über dich haben, dich aus deiner Mitte zu bringen und du dich unfähig fühlst, Grenzen zu ziehen, dann hat das ganz, ganz viel auch mit dir zu tun. Und es kann so viele wichtige Hinweise liefern, an welchen Punkten du arbeiten darfst, um Immunität zu gewinnen. Auf diese Punkte werde ich jetzt dann gleich in Kürze eingehen. In einer Welt, in der wir ständig das Dunkle, was wir in uns fühlen, nach außen projizieren, werden wir irgendwann nur noch Dunkles vorfinden. Der einzige Weg in ein authentisches, wahres Licht ist durch deine Dunkelheit hindurch. Die Flucht vor deiner Dunkelheit, die sorgt nur für eine einzige Sache, dass das, was, wovor du flüchtest, dunkler, furchteinflößender und größer wird. Echtes Licht, authentisches Licht, für das du nicht kämpfen musst, entsteht, wenn du in den Frieden gehst mit deiner Dunkelheit. Viele Menschen denken dann, also wenn ich mich jetzt mit meiner Dunkelheit beschäftige, dann gebe ich meiner Dunkelheit Kraft, oder? Sie denken, wenn ich mich mit meinen Schattenaspekten beschäftige, dann ist die Gefahr, dass sie mich übermannen, viel, viel größer, und das ist falsch. Die Schatten sind wie ein Kind, das du aussperrst, das weint und heult und schreit. Wenn du dieses Kind einsperrst, wird es noch lauter werden. Aber wenn du dieses Kind in deine Arme nimmst, versuchst es zu verstehen, versuchst, wieso es sich so fühlt, wie es sich fühlt, dann wird dieses Kind aufhören zu schreien. Die meisten Menschen, die von sich denken, dass sie nur Lichtwesen sind, verlieren über 80% ihrer Energie darin, das Böse auszublenden, und merken nicht mal, dass das Böse längst all ihre Unternehmungen infiziert hat. Das Böse kommt durch die Hintertür rein, sitzt dort auf deiner Couch und beherrscht dein Leben, und du merkst es nicht. Das ist die einzig wahre Gefahr, die ich auf unserer Erde wahrnehmen kann. Dass wir das, was wir in uns als unangenehm und böse bezeichnen, nach außen projizieren und es dadurch nur noch größer machen, innen und außen. Schließe Frieden mit dem, was in dir ist, vor allem mit den Dingen, für die du dich schämst, für die du dich schlecht fühlst. Und vielleicht gibt es ja Menschen auch in deinem Umfeld, die dich darin unterstützen können, mit diesen Teilen in Verbindung zu kommen. Such diese Verbindung. So, jetzt lass uns mal darüber sprechen, wie wir eigentlich mit diesen negativen Einflüssen, mit diesen Störfaktoren leben können. Also was haben wir denn eigentlich für Wahlmöglichkeiten? Und ich möchte dir hier drei vorstellen, beziehungsweise das sind so die gängigsten Dinge, die wir Menschen machen. Punkt Nummer 1 ist meiner Meinung nach nicht empfehlenswert, aber der populärste Weg, mit diesen negativen Einflüssen umzugehen, Flucht und Sucht. Flucht und Sucht. Ich glaube, wir verstehen sofort alles, was damit gemeint ist, oder? Wir versuchen weitestgehend, diese bösen Energien zu umgehen. Wir versuchen, sie zu vermeiden. Wir versuchen, uns die ganze Zeit zu schützen. Ist das ein tolles Leben? Nein, das ist ein beschissenes Leben. Weil, wer sagt denn, was jetzt das ist, wovor du dich schützen solltest und das, wovor du dich nicht schützen solltest? Die Gefahr ist riesig, dass du dich nur noch schützt und auch Liebe dich nicht erreicht und Freude dich nicht erreicht und höhere Schwingungen dich nicht erreichen.
du gehst die ganze Zeit mit einem Lineal durch die Welt und misst ab, okay, wovor sollte ich mich schützen, wovor sollte ich mich nicht schützen. Du missinterpretierst dadurch auch die ganze Welt und färbst die ganze Welt auch ins Schwarze ein. Und das ist ja nicht die ganze Wahrheit über uns. Ich glaube, durch Social Media und dadurch, dass ja auch in den ganzen Kommentarfeldern nur Menschen unterwegs sind, die böse Energien in sich unterdrücken, haben wir so das Gefühl, jeder da draußen ist einfach böse. Jeder da draußen will uns wehtun und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass das Internet eine extrem pessimistische Darstellung unserer Welt ist. Ich glaube, wir Menschen sind viel, viel liebevoller, als wir das dort im Internet wahrnehmen können. Der zweite Weg, wie wir uns auch vor diesen Energien irgendwo abschotten können. Also der erste war Flucht und Sucht. Der zweite ist Schutz. Ist nicht das gleiche wie der erste Weg. Beim Schutz geht es darum, dass wir uns dessen bewusst sind, dass diese Faktoren da sind, aber dass wir ganz punktuell immer wieder uns irgendwelche Werkzeuge im Außen suchen, um uns zu schützen, Sicherheitsmaßnahmen aufstellen. Also wir flüchten nicht, wir wissen, da und da sind die Energien und wir schützen uns dort vor Ort. Wenn man so in der spirituellen Blase unterwegs ist, dann weiß man, es gibt so viele Schutzrituale, oder? Es gibt Aura-Sprays, es gibt Heilsteine. Da merkst du mal, wie gut ich mich damit auskenne, also gar nicht gut. Also, oder Symbole. Also du kannst dich ja mit solchen Sachen auch schützen. Dann gibt es das blaue Auge zum Beispiel. Also bis zum heutigen Tag sagt meine Mama immer wieder, wenn ich vor Gruppen stehe oder auch Lives mache, hey, meine Tochter, schau, dass du da irgendwo ein blaues Auge mit dir trägst. Das schützt dich dann vor den bösen Energien. Was denkst du, funktioniert das? Wenn der Mensch davon überzeugt ist, dass wenn er das trägt, gesichert und geschützt ist, könnte das kurzfristig definitiv funktionieren. Aber langfristig gesehen schwächen uns diese bösen Energien ja nur, weil wir in uns Schwachstellen haben, weil wir in uns Stellen haben, wo unsere Sicherheit und Stärke noch nicht zu Hause ist. Das ist ja das Problem. Dass wir Andockstellen haben. Ich nenne diese Felder auch, die befinden sich im Körper, in die Aura, auch gerne blinde Flecke. Das sind wie unsere blinden Flecke. Wir haben das Gefühl, dort existiert kein Problem. Dort existiert gar nichts von uns, aber das stimmt so nicht. Das ist wie eine Art von eingegrabenes Loch, dass wir erschaffen haben, weil wir eine Wunde nicht geheilt haben, weil wir uns nicht mit einem Thema konfrontiert haben. Ein riesengroßer blinder Fleck, wo dann all diese Energien sich wundervoll einnisten können. Da hilft dann das blaue Auge auch nicht oder nur kurzfristig. Ein weiterer Weg, wie wir mit diesen Störfaktoren umgehen können, ist, dass wir uns hinsetzen und sagen, die gibt es nicht. Die verleugnen, die unterdrücken, so tun, als gäbe es all das nicht, aber ständig auch im Außen Schuldige für unsere eigene Situation suchen. Auch dieser Weg, du siehst, das ist nicht wirklich der beste, nicht der eleganteste. Dadurch triggern wir eigentlich die Situationen noch viel, viel mehr. Wir projizieren immer mehr und mehr unsere Macht nach außen. Wir gehen dadurch auch viel mehr in toxische Abhängigkeiten und haben das Gefühl, dass wir unser Leben nicht leben, sondern dass unser Leben von anderen gelebt wird. Und dann gibt es diesen letzten Ansatz, den ich hier mit dir teilen möchte. Und zwar, dass wir diese Störfaktoren bewusst wahrnehmen. Dass wir uns selbst in Kenntnis darüber setzen, dass es so etwas geben kann im Außen. Und all das, was uns direkt trifft, als Signal und Aufforderung dafür verstehen, an uns selbst zu arbeiten, um noch sicherer, mutiger leben zu können, um noch
authentischer zu werden und stärker zu werden, standhafter zu werden, um jeglicher Energie im Außen begegnen zu können und auch zu wollen. Sieh doch mal das, was du als störend im Außen empfindest, als ein Signal und eine Aufforderung. Als eine Stimme, die sagt, Bahar, du bist stark. Aber jetzt musst du stärker werden. Bahar, du bist mutig. Aber jetzt musst du mutiger werden. Da ist immer Luft nach oben. Du merkst jetzt, wie mein Ansatz vielleicht sich ganz anders anfühlt, wie manch andere Ansätze, wie man mit bösen Energien umgehen kann. Du siehst diese Entität, du fühlst diese böse Energie, du kannst in Schutz gehen, du kannst in die Opferposition gehen, du kannst es verleugnen, du kannst es nehmen und nach außen projizieren oder du sagst, es passiert. Es passiert. Und ich frage mich jetzt, wie mich das noch stärker, menschlicher und liebevoller machen kann. Statt davor wegzurennen und dir einzureden, dass dir das nicht wehtun kann, dass das ja harmlos ist. Wir können all das ja auch irgendwo verharmlosen. Dieser Trend ist meiner Meinung nach auch sehr bedenklich. Das zu verharmlosen. Weil wenn wir auch zum Beispiel an unsere Kinder kurz mal denken. Wisst ihr, wir denken ja oft, Kinder sind nur Liebe. Aber wir wissen, alle Kinder können so richtig mies und fies sein. Also wenn man sich mal alleine anschaut, das große Thema Mobbing in Schulen, was Kinder Kindern antun. Und es liegt mitunter daran, dass die Kinder unfähig sind, mit ihrer Wut- und Aggressionsenergie umzugehen. Woher kommt denn die bei einem 7- oder 6-Jährigen? Hat der das selber verschuldet? Ich weiß es nicht. Ich möchte ja auch keine Diskussion lostreten, aber ganz viel sind die Energien, die bei Kindern landen, die Eltern unterdrücken. Und wir unterstützen unsere Kinder nicht darin. Nein, wir sind auch noch ein ganz, ganz schlechtes Vorbild darin, dass wir ihnen das noch richtig demonstrieren, wie Unterdrückung funktioniert. Und sie leben das einfach nur weiter. Aber irgendwo muss das Ventil platzen. Und es muss irgendwo eine Entladung stattfinden. Und dann findet Mobbing ganz oft statt in den Schulen. Also wir müssen einen anderen Weg finden. Die Augen verschließen ist nicht das Richtige. Bewusst achtsam hingucken und uns die Frage stellen, woran können wir arbeiten? Das ist meiner Meinung nach der Weg in eine energetische Immunität und in deine Freiheit. Weil letzten Endes ist das der einzige Grund für deine Existenz. Dass du trotz all der Einschränkungen innen und außen merkst, du bist ein freies Wesen. Du bist ein selbstbestimmtes Wesen. Und wenn du über dein Leben hinweg guckst, siehst du vielleicht aktuell nicht diese Form von Freiheit oder Selbstbestimmtheit. Du wachst morgens auf und du hast das Gefühl, du hast wieder etwas mehr an deiner Lebenskraft verloren. Und dieser Zustand, der kann so schmerzvoll sein. Du versuchst Tag für Tag gegen diese Müdigkeit anzutreten. Und bist vielleicht sogar ein paar Stunden morgens motiviert, etwas Gutes für dich zu tun, aber dann gibt es wieder diese Einflüsse von außen, der Sturm, die Erschütterungen, das Beben, die Stimmen von außen, Menschen, die etwas von dir wollen und ständig dieses Gefühl in dir, als müsstest du dich schuldig fühlen, wenn du etwas für dich tust. Lass mich dir helfen. Lass Jeffrey und mich dir helfen. Und ich möchte hier eine ganz kleine Werbepause hier einschieben für unser Lifeforce Online Training. Nach über 2,5 Jahren gehen wir wieder in eine neue Runde. Das Lifeforce Training, so wie wir das in dieser Version dieses Mal anbieten und mit dir erleben werden, ist nochmal intensiver, konfrontierender. Weil wir alle diesen Druck spüren, oder? Dass wir etwas verändern müssen.
Und das Problem ist ja nicht, dass du das nicht weißt. Das Problem ist, dass du vielleicht gar nicht weißt, wo ansetzen, wie anfangen, wo die Dinge verändern und wie Schritt für Schritt dich in deine Kraft bringen. Und genau darum geht es in unserem Lifeforce Online Training. Über 9 Module hinweg begleiten wir dich mit Lifestyle Hacks, mit Umstellungen in deinem Denken, Fühlen, auch sogar in deiner Ernährung. Wir unterstützen dich mit Atemtechniken, mit Atemschulungen, mit Bewegungsschulungen, mit Meditationen, mit Lektionen. Es ist eins von unseren umfangreichsten Online-Kursen überhaupt und meiner Meinung nach auch unser stärkster Online-Kurs, der dich nicht nur energetisch und emotional immun werden lässt, sondern dir auch die Kraft gibt, um endlich dein Wunschleben zu leben. Ja. Was sind jetzt deine Andockstellen? Beziehungsweise, was ist die Aufgabe, die ich dir hier jetzt an die Hand geben möchte, um durch das Leben zu gehen, um durch die Welt zu gehen und zu spüren, ich bin die Erschütterung, vor der ich immer Angst hatte. Punkt Nummer 1. Du musst an deinen dämonisierenden Projektionen arbeiten. Wie oft projizierst du das, was sich in dir unangenehm anfühlt, nach außen? Und das hat auch was mit deiner Unfähigkeit zu tun, deine Fehler und deine Schwächen dir einzugestehen. Wir projizieren so oft das, was wir in uns als negativ und unkontrollierbar einstufen, nach außen und haben dann das Gefühl, dass wir befreit sind von dieser Last. In Wahrheit ist es genau das Gegenteil. Beschäftige dich mit dieser Unfähigkeit, deine Fehler auszusprechen. Und sieh, dass du Fehler machen darfst. Das ist eine der größten Entlastungen, die dir passieren kann. Punkt Nummer 2. Finde noch mehr eine Heimat in dir. Finde deine spirituellen, deine energetischen, emotionalen Ressourcen. Weil dann werden dich Energien im Außen, die unkontrolliert sind, auch viel weniger aus deiner Mitte bringen. Wir haben alle ja von diesem Phänomen der Spukhäuser gehört, oder? Ganz häufig, wenn ich dort war, habe ich hellsichtig beobachten können, dass dort an diesen Orten es zu traumatischen Toden gekommen ist. Das heißt, Menschen haben dort einen ganz, ganz traumatischen Tod erlebt. Zum Teil Einzelne, zum Teil aber auch Gruppen. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Seelen zu tun, die da noch in dem Feld drin hängen, sondern dieser traumatische Tod, der hinterlässt einen immens großen energetischen Abdruck in dem Chi-Feld des Ortes. Das heißt, das ist wie so eine Störfrequenz, als hätte jemand dort ein Radio abgestellt, das nicht die Sender finden kann, weil es einfach zerstört ist. Aber das Radio klingt immer noch. Es entströmt immer noch eine Frequenz aus diesem Radio. Und Menschen, die da offen sind, sensibel sind, nicht gefestigt sind und zu viele Andockstellen in sich haben, also energetisch nicht immun sind, sind für diese Energien empfänglich und können das wahrnehmen. Ein weiteres Phänomen, was ich auch ganz oft in Spukhäusern wahrgenommen habe, waren Menschen, die dort in dem Haus oder in dem Gebiet gelebt haben, die ein Suchtthema oder Fluchtthema hatten. Also Suchtthemen, das können auch Drogenabhängigkeit, Alkoholismus sein, aber auch eine extreme Fluchtgedanken vor sich selbst, vor unerledigten Aufgaben und vor energetischen und emotionalen Zuständen. Diese Sucht und Flucht, diese Frequenz, die sie dann ausströmen, aufgrund ihrer Sucht und aufgrund dieser Fluchtgedanken, kann das gesamte Chi-Feld des Ortes verändern. Und du kannst dem auch ausgesetzt sein, vor allem dann, wenn du eben auch diese Tendenz hast, Sucht und Flucht zu betreiben. Wenn nicht, dann könnte dich das total kalt lassen. Ein wunderschönes Ritual, was ich immer sehr, sehr gerne auch Menschen mitgebe, was dich jetzt nicht aber von deiner Aufgabe befreien soll, an dir selbst zu arbeiten, ist folgendes, ist, dass du in deinem Zuhause
Om-Frequenzen laufen lässt, beziehungsweise Om-Sounds laufen lässt. Du weißt ja, Jeffrey und ich, wir lieben ja auch Frequenzen und Musik und arbeiten ja schon seit vielen Jahren daran, auch heilvolle Frequenzen zu entwickeln. Wenn du da auch bereits schon versorgt bist mit unserer Musik, kannst du auch sehr, sehr gerne diese Musik verwenden. Aber was auch immer sehr, sehr gut funktioniert, sind Mantras, die gesungen werden oder Om. Und du könntest beispielsweise einfach als eine Art von Reinigungskur in einem Zimmer für so mindestens 24 Stunden diese CD oder diese Playlist laufen lassen. Und diese Frequenzen vom Om, die bringen diese Schwingungen in Ausklang bzw. in Gleichklang. Wenn du das noch abschießen möchtest, könntest du den Raum dann abschließend auch mit Räucherstäbchen oder mit anderem Räucherwerk ausräuchern. Du wirst merken, der Raum ist dann ein anderer Raum. Das kann wirklich ganz, ganz viel bewirken, aber wie gesagt, das ist ja nur so eine punktuelle, kurzfristige Lösung. Langfristig gesehen musst du an dir arbeiten. Punkt Nummer 3, etwas, was dich extrem anfällig macht für jede Art von negativer Energie im Außen, ist die Selbstverfluchung. Ist der Gedanke, es nicht verdient zu haben, dass du glücklich und gesund bist. Selbstsabotage ist ein ganz, ganz großes Thema und in keinem von unseren Kursen bearbeiten wir Selbstsabotage so vehement wie im Lifehouse Online Training. Also wenn du das Gefühl hast, ja, das ist wirklich ein großes Thema, dass du es dir selbst nicht wert bist, gesund zu sein, dann ist das Lifehouse Training genau das Richtige. Wir beenden dort die Selbstverfluchung. Dann das große Thema virale Emotionen. Was meine ich damit? Wenn Menschen ihre Gefühle unterdrücken, dann schleudern sie die auf virale Art und Weise ständig aus. Wenn du dann mit diesen Menschen in Kontakt kommst und das Gefühl hast, ihre Energie entzieht die Energie, dann liegt es vielleicht daran, dass dieser Mensch und du, dass ihr beide exakt die gleichen Emotionen unterdrückt. Du spürst, dass der Mensch seine Traurigkeit unterdrückt und in seiner Anwesenheit fühlst du dich geschwächt, weil du auch die Tendenz hast, deine Traurigkeit zu unterdrücken. Wenn du das merkst, dann beschäftige dich mit diesen Emotionen. Atme in diese Emotionen hinein. Auch im Lifeforce Training teilen wir mit dir dort immer wieder auch Atemtechniken, Tapping-Methoden, Bewegungseinheiten, um deine Emotionen wieder in den Fluss zu bringen, sodass niemand andocken kann. Du kannst dann sozusagen mit jedem Menschen zusammen sein, egal wie wenig oder wie viel er unterdrückt, aber es gibt keine Andockstelle bei dir, weil du ja mit deiner emotionalen Kraft in Kontakt getreten bist. Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, andere sind für dich verantwortlich, dann läufst du auch Gefahr, dass die Energien anderer viel mehr bei dir andocken. Wenn du aber immer mehr selbstständig wirst, immer mehr gut für dich sorgst, das ist ja, ich glaube, viele von uns denken, das ist egoistisch. Nein, es ist so, so wichtig, dass du das machst, um eben genau dieses Spiel zu unterbrechen, dass wenn du nicht gut für dich sorgst, böse Energien mehr bei dir andocken könnten und dadurch auch mehr Energie erhalten und wiederum auch andere Menschen mehr belästigen könnten. Also wenn du gut für dich sorgst und sagst, ich bin für mein Glück verantwortlich, wirst du energetisch immun und schwächst dadurch alle Formen von negativ aufgeladenen Feldern im Außen. Die Sucht nach Leiden, die Sucht danach, immer wieder dich in irgendwelche komische Situationen zu bringen und das Gefühl zu haben, wenn ich nicht leide, dann existiere ich nicht. Dieses Muster ist ein ganz, ganz, ganz großes Muster auf unserer Erde. Die Sucht nach Leiden zu unterbrechen, bedeutet Selbstsabotage zu unterbrechen. Reflektiere, geh mal in dich, wieso du diese Sucht so stark aufrechterhältst. Seit wann ist sie in dir aktiv? Wie kannst du diese Konfliktmomente aus der Vergangenheit auflösen, was wir unter anderem auch im Lifehouse Online Training machen, um diese Sucht nach Leiden zu beenden? Denn deine Sucht nach Leiden schwächt dich und macht dich dadurch anfälliger für jede Form von negativem Energiefeld. Ja, und zu guter Letzt ein wichtiger Punkt, der definitiv dich auch anfälliger macht für jede Form von Fremdenergie, ist Neid und Missgunst.
es anderen nicht zu gönnen, anderen etwas Böses zu wünschen, bewusst oder unbewusst, ich denke, es leuchtet uns allen ein, dass uns das schwächt und letzten Endes auch viel, viel anfälliger macht. Vielleicht ist der wahre Grund für Neid und Missgunst der, dass wir einfach noch nicht den Weg gefunden haben, unser Leben so zu leben, dass es sich für uns sinnvoll ergibt. Dass es für uns sinnvoll ist, ergiebig ist. Wenn du dich in diesen neidvollen Gedanken verlierst, vielleicht sind es immer Momente, wo du nicht bereit bist, für dich und deine Wünsche und Träume einzustehen. Und du musst einfach irgendwo deine Energie rauslassen, also machst du es auf diese Art und Weise. Unsere Erde will sich verändern. Unsere Welt will sich verändern. Wir Menschen, wir sind hungrig nach Aufblühen. Wir müssen jetzt diesem Ruf unserer Erde nachgeben. Und es beginnt bei dir, bei mir, bei jedem Einzelnen von uns. Lebe authentisch das, was du bist. Das ist der ultimative Schutz und der einzige Schutz, der hält, egal was draußen passiert. Und das heißt nicht, dass du dadurch, dass du jetzt authentisch bist und ganz ohne Riegel und ganz ohne Restriktion dich lebst, dass dann alles sich auf einmal verändert und du draußen nur noch Licht vorfinden wirst. Nein, das wird so nicht sein. Aber die Dunkelheit, die du dann draußen sehen wirst, die wird dir viel weniger Angst machen, weil du verstehst, was dahinter steckt. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und das, was unsere Reife ausmacht, ist unsere Einsicht und dass wir aus Fehlern lernen können und die Projektionen beenden und eine der größten Erkenntnisse gewinnen, und die ist, es beginnt bei dir und bei mir. Danke.